Liebe Zuseher und Zuseherinnen, ich darf Sie euch jetzt wieder recht herzlich zur heutigen Nachrichtensendung begrüßen. Brisante Themen aus Sport und Technik, unsere Wetterprognose sowie unser ausgewähltes Kinoprogramm werden Sie in den nächsten Minuten erwarten. Um Sie nicht noch länger auf die Folter zu spannen, werden wir direkt in aktuelle Berichte aus Technik und Sport einsteigen. Traktionskontrolle fällt weg, einheitliche Elektronik kommt. Beim Fahren eines Formel-1-Rennwagens ist ab heuer wieder mehr Gefühl der Piloten gefragt. Neben der Motorbremse, Bremskontrollsystem EBS, die dem Boliden mehr Stabilität verlieh, müssen die Fahrer in dieser Saison auch auf die Traktionskontrolle verzichten. Diese verhinderte bisher unter anderem das Durchdrehen der Reifen bei der Beschleunigung, was vor allem beim Start hilfreich war. Für die Piloten ergeben sich dadurch ganz neue Anforderungen. Die Anzahl der Drifts und Dreher auf der Strecke wird sich wohl deutlich erhöhen. Vor allem bei Regenrennen könnte sich der Wegfall der Traktionskontrolle entscheidend auswirken. Doch das Wichtigste für ihn ist ein Rausch. Hamon wollte diesem Kind helfen. Der exzentrische Golfprofi John Daly sorgt auf der US-PGA-Tour wieder für Schlagzeilen. Sein hochdekorierter Schwungcoach Butch Hamon warf nach diversen Kapriolen des 41-jährigen Kaliforniers das Handtuch und löste die Zusammenarbeit nach nur 3 Trainingseinheiten in dieser Saison auf. John sollte mir zeigen, dass Golf für ihn der wichtigste Inhalt seines Lebens ist. Aber das Wichtigste für ihn ist, einen Rausch zu haben, begründete Hamon am Dienstag in Las Vegas die abrupte Trennung. Herzlich willkommen, werte Damen und Herren, in unserer Außenwetterstation. Heute Freitag bleibt es meist dicht bewölkt und allmählich regnet es ziemlich verbreitet. Die Schneefallgrenze steigt dabei von 800 Meter auf etwa 1400 Meter. Der Wind aus West bis Nordwest frischt neuerlich kräftig gegen Abend mitunter stürmisch auf. Die Temperaturen erreichen 5 bis 11 Grad in 1500 Meter um die 0 Grad. Morgen Samstag wird es zumindest zeitweise scheint die Sonne und es bleibt weitgehend trocken, auch wenn einige Wolkenfelder durchziehen. Der Wind tritt vorübergehend auf Südwest bis Südost und ist mäßig bis lebhaft. Es wird sehr mild mit 9 bis 15 Grad, in 1500 Meter bis zu 5 Grad. Übermorgen Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise aber auch sonnig und weiterhin zumeist trocken. Im Ost- und im Waldviertel am Nachmittag einzelne Regenschauer, Schneefallgrenze bei 1400 Meter. Dazu lebhafter bis kräftiger Wind aus Südwest bis West und weiterhin sehr mild mit 8 bis 4 bis 14 in 1500 Meter um 3 Grad. Und nun darf ich Ihnen das mit Spannung und Vorfreude erwartete Musikvideo der Band Screener präsentieren. Genießen Sie diese mehr als gelungene Gesamtkomposition aus Bild und Ton.
Geschehen am Tag der offenen Türe 2008 in der Fachhochschule St. Pölten. Auch heuer haben wieder zahlreiche Besucher und Besucherinnen den Weg in die Fachhochschule St. Pölten gesucht, um sich über das moderne und breit gefächerte Studienangebot zu informieren. Have you ever wished for the power to create what others believe? Imagine a place where education spawns entertainment and communication becomes the essence of knowledge. Take a look beyond and make a difference by creating your own reality with the help of friends who pursue the same. Behind every dream, there is someone with a passion. Maybe one day, people see the world through your eyes. Where is your heart? Asterix bei den Olympischen Spielen. Die Abenteuer des blitzschnellen Asterix und seines zaubertrankgestärkten Gefährten Obelix führen diesmal ins ferne Griechenland. Dort wollen sie dem jungen und wagemutigen Gallier Alafolix helfen, die Olympischen Spiele und gleichzeitig das Herz der wunderschönen griechischen Prinzessin Irina zu gewinnen. Wäre da nur nicht der tückische Brutus, der alles daran setzt, die Olympiade zu beherrschen und außerdem seinen Vater Julius Caesar aus dem Weg zu räumen. Ich darf mich im Rahmen des gesamten Nachrichtenteams recht herzlich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem nachfolgenden experimentellen Beitrag von Markus Wintersberger. Für Unterhaltung und Spannung ist auch hier gesorgt.